Hi, hier ist der Frank von footblockhamburg.de wieder. Wir haben ja in der letzten Folge Baubands gemacht und diesmal wollen wir die füllen. Ich habe mir jetzt hier schon eine Karotte geschält, die werde ich jetzt gleich klein schneiden und in der Zwischenzeit guckt ihr jetzt erstmal mein Intro. Da bin ich wieder. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit hier schon mal, Schatz, geh mal runter mit der Kamera. Karotte klein geschnitten in dünne Streifen und die tun wir jetzt gleich in die Pfanne und braten die an. Ich habe meine Pfanne auf den Herd gestellt, habe sie angemacht, habe da ein bisschen Rapsöl reingetan und tue da jetzt meine Karotte rein. Ich tue da jetzt ein bisschen Wasser zu. So. Und dann tue ich da ein bisschen Gemüsebrühe instant drauf. Mmm, toll. Okay, das müssen wir jetzt erstmal eine Runde auflösen. Jetzt habe ich da ein bisschen Gemüsebrühe zugetan. Die ist jetzt auch schön aufgelöst, nicht mehr in Klumpen wie eben. Und das lassen wir jetzt einfach einmal runterkochen. Ich habe mir hier ein Hühnerbrustfilet. Das ist mir aber ein bisschen zu dick. So, deshalb schneide ich mir das jetzt einmal hier ein bisschen dünner. Das war jetzt ein bisschen Shave. Das mal ganz mal nochmal. Nochmal ein bisschen Shave. Ich kriege das heute noch hin. Klar. Und nochmal ein bisschen schief. Aber es ist jetzt auch schon schön dünn. Macht doch nichts. Alles gut. So. Das schneide ich jetzt runter in dünne kleine Streifen, mundgerecht und verhältnismäßig klein. So, meine Karotten sind jetzt fertig. Da habe ich mir hier vorne schon einen Teller hingestellt. Da kommen die jetzt drauf. Sieht richtig lecker aus, ne? Ja. Wir mögen die ja sowieso sehr gerne. Von daher, ich könnte die fast jeden Tag essen. Ich finde die sehr, sehr lecker. Ein bisschen Biss haben sie noch. Sind jetzt ein bisschen deftiger, als sonst mache ich das ja immer mit Zucker. Kennt ihr ja bestimmt schon aus meinen anderen Rezepten. So, in die Pfanne kommt jetzt gleich wieder ein bisschen Öl. Ich habe mein Hühnchen hier schön klein geschnitten. Das tue ich jetzt schon mal hier hinein. Jetzt braten wir das so ein bisschen an. Wir wollen jetzt ein bisschen Röstaromen haben. Ein bisschen Pfeffer drauf. Salz lassen wir, weil Salz ergibt sich gleich von alleine. Jetzt als nächstes gebrauchen wir noch eine Zwiebel. Ich nehme wie immer meine rote, die einmal runter klein schneiden. Zwiebel ist schon fertig. Jetzt schneide ich mir eben schnell wieder eine von meinen geliebten kleinen roten Chilis klein. Wer es nicht ganz so scharf mag, schneidet die mittig auf und nimmt sich die Kerne raus. Dann ist sie nicht ganz so böse, weil die Kerne machen schon halt sehr viel von der Schärfe aus. Aber ich finde, so ein bisschen prickeln auf der Zunge schon ganz okay. Wichtig ist es halt, dass man die halt wirklich schön klein schneidet, damit man nicht so eine fetten roten Lappen da drin hat, weil das ist nicht so ganz so angenehm, wenn man so ein großes Stück Chili auf der Zunge liegen hat. Das brennt sich dann da immer so durch. Das wollen wir ja alle nicht. So, das sieht gut aus. Das Ganze tue ich jetzt gleich zu meinem Hühnchen dazu. Chili und Zwiebeln mit zu unserem Hühnchen. Die garen wir jetzt auch noch ein bisschen mit an. Jetzt kommt ein bisschen Soße damit zu. Ein bisschen Sojasauce, Dark Sojasauce, ein bisschen Ketchup Manis und ein bisschen Auslandssauce. Hoisinsauce ist Auslandssauce, Schatzi. Ach so. Ja, ja. Okay. So, das rühren wir jetzt einmal um. Und da muss das Ganze ein bisschen runter reduzieren. Kein Salz, weil wir haben da jetzt sowieso
hier schon ganz viel Salz dazu getan durch die ganzen Soßen. So, das lassen wir jetzt so ein bisschen runter reduzieren und währenddessen machen wir halt alle anderen Sachen gleich fertig, die wir gleich brauchen. Ich habe hier noch eine Avocado, die habe ich von gestern noch über. Kern ist natürlich schon raus. Ich gehe da wie immer mit dem Löffel rein und hebel die da raus. Schwupp. Sehr schön. Einmal umdrehen. Und dann muss die halt richtig schön dünn, fein runtergeschnitten werden. Nicht so dick, wie wir das neulich gemacht haben, sondern richtig dünn. So Millimeter, anderthalb Millimeter dünn. So, ich tue jetzt meine geschnittene Avocado da hinein und drücke sie jetzt halt so ein bisschen auseinander. Die will nicht ganz so wie ich, aber das reicht schon völlig aus so. Das schön Karotte. Ist schon fast kein Platz mehr. Aber das sieht gut aus. Ein bisschen wollen wir noch haben. Da ist noch ein Loch. So. Klasse. Das sieht jetzt so ein bisschen wie lackiert aus. Das liegt an dem hohen Zuckeranteil, der auch in den Soßen mit drin ist. Und jetzt tun wir etwas von dem Fleisch da drauf. Jetzt tun wir noch ein bisschen was von dem Fleisch da drauf. Fällt natürlich die Hälfte daneben. Macht nichts, kein Problem. Sieht genial aus. Sehr lecker. Und dann haben wir hier noch ein bisschen was Grünes. Ein bisschen kleingeschnittene Petersilie. Voilà. Das sieht doch genial aus, oder? Ja. Den zweiten haben wir auch fertig gemacht. Sieht ja nicht klasse aus. Ich finde, der sieht super aus. Der kommt jetzt auch noch schnell auf den Tisch. Und dann können wir nämlich essen. Das waren jetzt schon wieder unser Bau-Buns. Zwei Videos. Einmal das erste hier vor, wie man sie herstellt. Jetzt eins, wo man halt sehen kann, wie man sie füllen kann. Vielleicht mache ich noch mal ein zusätzliches Video. Man kann die zum Beispiel ja auch süß füllen. Den ersten, den wir euch gezeigt haben, den wir so auseinandergebrochen haben, da habe ich mir schön fett Nutella drauf gemacht. War super lecker. Hat echt Spaß gemacht. Ja. Gibt es noch irgendwas, was du meinst, was wir noch erzählen sollten zum Thema Bau-Buns, Schatz? Können wir auch Backbau, ja, können wir auch demnächst mal machen. Machen wir auch. Ist ein ähnlicher Teig und wird auch ähnlich gemacht. Auch wieder die gleiche Machart, indem man die dann wieder in diesen Körben dämpft. Aber die Füllung ist einfach drin. Genau, die Füllung ist da halt drin. Das sind, werden halt so kleine Täschchen gemacht, wo das halt dann reingemacht wird. Werden wir euch zeigen. Dann war es das für heute. Wer uns noch nicht abonniert hat, bitte abonnieren. Gibt uns einen Daumen nach oben. Wer Fragen hat, hallo Herr Wespe, Sie dürfen gerne wieder rausgehen. Ja, danke schön. Wer Fragen hat, der schreibt sie unten rein in die Kommentare. Mein Aufruf vom letzten Mal, mir etwas über Backöfen zu schreiben, die Dampffunktionen haben, der steht immer noch. Ich würde mich echt freuen, wenn ich da irgendwie ein bisschen Information bekommen würde. Und ja, das war's für heute. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Und Frank von foodblockhamburg.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.